Jupiter, der bizarrste Planet unseres Sonnensystems. Sie suchen einen Planeten, der so ganz anders ist als die Erde? Jupiter ist der richtige für Sie. Es ist eine extreme Welt mit mächtigen Magnetfeldern und endlosen Megastürmen. Jupiter hat enorme Stürme, in denen die ganze Erde hineinpassen würde. Generationen von Wissenschaftlern haben versucht, Jupiters Rätsel zu lösen. Dank der NASA-Sonde Juno gibt es jetzt neue Erkenntnisse darüber, warum dieser Planet so ungewöhnlich ist. Mit Juno können wir in das Innere Jupiters blicken. Jupiter ist ganz anders als gedacht. Welche geheimnisvolle Energie treibt die Stürme auf Jupiter an? Und wie entsteht das größte Magnetfeld aller Planeten im ganzen Sonnensystem? Wir tauchen in Jupiters Atmosphäre ein, dringen bis zu seinem Kern vor, zeigen, wie er sich zum heftigsten Planeten des Sonnensystems entwickeln konnte. Und wir untersuchen, was diese fremde Welt mit den Ursprüngen des Lebens auf der Erde zu tun haben könnte. Ein Planet in unserem Sonnensystem lässt alle anderen klein aussehen. Der Jupiter. Er besteht fast komplett aus Wasserstoff und Helium. Und er ist 1300 Mal größer als die Erde. Wenn es um die Planeten in unserem Sonnensystem geht, kommt man an Jupiter nicht vorbei. Wenn man alles zusammennimmt, macht er allein 70% der Masse aller Planeten aus. Nach der Sonne ist Jupiter das schwerste Objekt im Sonnensystem. Er hat 2,5 Mal mehr Masse als alle anderen Planeten zusammen. Jupiter ist so groß und so bedeutend, würden alle anderen Planeten verschwinden, hätte das im Sonnensystem keine weiteren Auswirkungen. Doch Jupiter ist nicht nur extrem groß. Er ist in mancherlei Hinsicht extrem. Sein Magnetfeld ist so stark, dass es geladene Teilchen von seinen Monden anzieht und über den Polen gigantische Polarlichter entstehen lässt. Die Temperatur im Zentrum des Planeten beträgt 23.000 Grad Celsius. Heißer als die Oberfläche der Sonne. Astronomen erforschen ihn seit Jahrhunderten und noch immer gibt er uns Rätsel auf. Warum ist der Jupiter so eine extreme Welt? Welche verborgenen Prozesse stecken dahinter? 3, 2, 1. Ignition. Zündung und Start der Atlas V mit Juno auf dem Weg zum Jupiter. Im Jahr 2011 startet die NASA die Juno-Mission. Sie soll Jupiters Geheimnisse lüften. Die Sonde ist mit hochmodernen Instrumenten ausgestattet. Ein Teilchendetektor, Infrarot- und Ultraviolettkameras. Und ein Magnetometer, um den Jupiter gründlicher zu erforschen als je zuvor. Durch ein Teleskop kann man nur begrenzte Erkenntnisse über einen Planeten gewinnen. Manchmal muss man einfach hin. Juno ist mit einigen der fortschrittlichsten Instrumenten ausgestattet, die wir je in den Weltraum geschickt haben. Sie trat eine epische Reise zum Jupiter an, der unglaublich weit weg ist. Die NASA-Ingenieure haben Juno mit wissenschaftlichen Instrumenten vollgepackt, um verschiedenste Daten zu erfassen. Eine Kamera zum Fotografieren der Oberfläche war ursprünglich nicht eingeplant. Wir hatten sehr spezifische Fragen über den Jupiter und sein Inneres. Deshalb hat Juno hauptsächlich entsprechende Instrumente zur Erforschung des Planeten an Bord. Eine Kamera war eigentlich nicht vorgesehen. Die Ingenieure recycelten die Ausstattung einer anderen Mission. Da war noch eine Kamera vom Mars Rover übrig. Sie war nicht für den Jupiter entwickelt worden und nicht einmal abgeschirmt wie die anderen Instrumente. Sie wurde einfach noch schnell eingebaut. Wir wussten nicht, wie lange sie hält. Die Last-Minute-Kamera übersteht die 600 Millionen Kilometer Reise ins äußere Sonnensystem und beweist bald ihren Wert.
2016 erreicht Juno den Jupiter. Die Kamera der Sonde sendet spektakuläre Bilder von der Oberfläche des Planeten zur Erde. Die Bilder waren so nah dran und so detailliert, dass ich den Jupiter kaum wiedererkannte. Der Detailreichtum der Bilder von Juno ist unglaublich. Die Farben, die Strukturen, die wir sehen können, ist einfach wunderbar. Manchmal muss ich mich daran erinnern, dass ich einen Planeten anschaue. Er ist einfach zu schön. Nie zuvor habe ich solche astronomischen Aufnahmen gesehen. Aus der Umlaufbahn wirken die Turbulenzen in der Atmosphäre seltsam ruhig. Von nahem sieht die Sache anders aus. Die Bänder sind riesige Windsysteme, wie die Jetstreams auf der Erde, nur um ein Vielfaches schneller. Und sie bewegen sich in verschiedene Richtungen. Ein Wolkenband gegen das andere. Die Turbulenzen, die dabei entstehen, sind absolut spektakulär. Die Stürme erreichen innerhalb der Bänder Geschwindigkeiten von bis zu 600 Kilometern pro Stunde. Dabei entstehen Superzyklone, gigantische Wirbelstürme. Junos Vorbeiflüge liefern den Wissenschaftlern einzigartige Einblicke in das Wetter des Jupiters. Die Sonde umkreist den Planeten alle 53 Tage und fliegt dabei über dessen Nord- und Südpol. Die Instrumente an Bord erfassen Bilder und Daten von Stürmen, die nie zuvor gesehen wurden. Dank Juno haben wir zum ersten Mal die Pole des Jupiters gesehen. Sie sind nicht nur anders, als wir erwartet hatten. Sie sind anders als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Es gibt riesige Wirbel, die aus 4, 5 oder sogar 6 Hurrikans von jeweils der Größe der Erde bestehen. Mehrere solcher Systeme drehen sich um die Pole. So was Extremes hatten wir noch nie gesehen. Juno offenbart eine extreme Welt. Ein brodelnder Ball der nicht enden wollenden Wirbelstürme. Der mächtigste der Jupiterstürme ist der berühmte große rote Fleck. Dabei stellt sich vor allem eine Frage. Was treibt die enormen Winde des Planeten an? Die Wissenschaftler glauben, dass die Tiefe der Sturmbänder Aufschluss geben kann über die geheimnisvolle Energie, die hinter den Stürmen steckt. Auf der Erde macht die Sonne das Wetter. Ihre Strahlung durchdringt die Atmosphäre und erwärmt die Oberfläche des Planeten. Diese Energie ist verantwortlich für das ganze Spektrum unseres Wetters. Mit herkömmlichen Teleskopen können wir nicht durch die bunten, wirbelnden Bänder des Jupiters hindurchsehen. Deswegen wissen wir nicht, welche Energiequelle für das Wetter des Planeten verantwortlich ist. Juno misst, wie weit die Sturmbänder in den Gasriesen hineinreichen, indem sie Unterschiede in seiner Gravitation misst. Denn die Dichte der Sturmbänder wirkt sich auf Jupiters Schwerkraft aus. Und die Schwerkraft wiederum beeinflusst Junos Geschwindigkeit, wenn sie über den Planeten hinwegfegt. Dichtere Bereiche mit stärkerer Schwerkraft ziehen die Sonde stärker nach innen. Bereiche mit schwächerer Schwerkraft weniger stark. Indem sie diese Verschiebungen in Junos Umlaufbahn aufzeichnen, erstellen die Wissenschaftler eine genaue Dichtekarte Jupiters. Und anhand der Geschwindigkeit der Sonde können die Wissenschaftler so auch die wahre Größe der Jupiterstürme abschätzen. Wir können die Umlaufbahn von Juno um den Jupiter herum messen und dadurch auch seine Schwerkraft bestimmen. Und erstaunlicherweise sehen wir sogar den Einfluss von Sturmzellen mit ihrer Schwerkraft auf den Satelliten. Wir sehen, wie die Bahn sich ändert durch die Schwerkraft von Stürmen. Je massereicher ein Sturmband ist, desto tiefer reicht es in den Jupiter hinein. Junos Messungen ergeben, dass manche dieser Bänder 3000 Kilometer in den Planeten hineinreichen. Juno zeigt, dass diese Bänder sehr, sehr tief sind. Überraschend tief. Das Volumen der Sturmbänder ist ein wichtiger Anhaltspunkt bei unserer Frage, wodurch entsteht das extreme Wetter auf dem Jupiter?
Hier auf der Erde entsteht das Wetter durch die Sonne. Daher kommt die Energie. Jupiter ist 5-mal so weit von der Sonne weg wie die Erde und seine Atmosphäre ist super dick. Es kann also nicht die Energie der Sonne sein, die die Stürme antreibt. Also bleibt nur eine Möglichkeit, woher die Energie kommen kann. Die ungeheure Energie, die diese unglaublichen Stürme antreibt, kann nicht von außerhalb Jupiters stammen. Sie muss von innen kommen. Was also könnte diese Energiequelle sein? Forscher in Marseille wollen das durch neuartige Laborexperimente herausfinden. Dieser Tank fasst 600 Liter Wasser. Darin sind zehntausende fluoreszierende Plastikperlen. Die Kügelchen repräsentieren das Gas in der dichten Atmosphäre des Jupiter. Die Forscher lassen den Tank rotieren, um die Rotation Jupiters zu simulieren. Starke Pumpen am Boden des Tanks wirbeln das Wasser auf. Das simuliert die Energie aus dem Inneren des Planeten. Eine Kamera zeichnet die Bewegungen der Plastikperlen auf. Sie ordnen sich zu gegenläufig rotierenden Bändern an, die tief hinabreichen. Genau wie die echten Sturmbänder auf dem Jupiter. Daraus schließen die Forscher, dass enorme Wärme im Jupiterinneren die Ursache für das extreme Wetter auf dem Planeten sein könnte. Die Wissenschaftler glauben, dass die Art und Weise, wie der Jupiter vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist, die Erklärung dafür bietet, warum der Planet so heiß ist. Eine Scheibe aus Gas und Staub umgibt die neugeborene Sonne im frühen Sonnensystem. Protoplaneten bilden sich. Die Schwerkraft zieht riesige Mengen Materie zusammen. Sie bildet den Kern des Proto-Jupiters. Der junge Planet fängt riesige Mengen Wasserstoff und Heliumgas ein. Dadurch steigt der Druck in seinem Inneren. Die Masse der Gase treibt den Jupiter-Innendruck auf das 20-Millionenfache eines Autoreifens. Durch den Druck heizt sich der Kern stark auf. Forscher glauben, dass ein großer, heißer Kern die Ursache für das extreme Wetter auf dem Jupiter ist. Ein Blick ins Innere des Planeten zeigt, wie sein heißer Kern das Wetter auf dem Jupiter bestimmt. Hier erreichen die Temperaturen 23.000 Grad Celsius, heißer als die Oberfläche der Sonne. Die Wärme gelangt in gewaltigen Konvektionsströmen zu den äußeren Jupiterschichten. Sie erwärmen die Atmosphäre von innen nach außen. So entstehen die tosenden Winde in den Wolken. Sie erzeugen die typischen Sturmbänder des Jupiters. Jupiter zieht seine Energie aus der Schwerkraft. Er zieht sich zusammen und er wird heiß. Und diese Energie ist seit seiner Entstehung noch vorhanden. Und als größter Planet hat er die meiste Energie, die seine Stürme antreiben kann. Das Geheimnis der Megastürme ist also gelüftet. Doch der Jupiter gibt noch weitere Rätsel auf. Was zum Beispiel verbiegt sein Magnetfeld so stark, dass es den Gesetzen der Physik zu trotzen scheint? Wie kann die Entdeckung dessen, woraus der Kern des Jupiters besteht, ein bisher unbekanntes Kapitel der Geschichte des Planeten enthüllen? Die Sonde der NASA hat eine spezielle Infrarotkamera an Bord. Sie zeigt Aspekte des Jupiters, die für andere Kameras unsichtbar sind. Sie hat auch dieses mysteriöse Bild gemacht. Es zeigt eine riesige Aurora am Südpol des Jupiters. Sie ist größer als die Erde.
Dank Hubble wussten wir schon, dass es dort Polarlichter gibt. Juno zeigte uns ihre Dimensionen und ihre Stärke. Sie sind viel größer, energiereicher und heller als alles, was wir je auf der Erde gesehen haben. Auf der Erde entstehen Polarlichter, wenn geladene Teilchen von der Sonne in unser Magnetfeld einschlagen. Manche dieser Ionen bewegen sich wie durch einen Trichter auf Nord- und Südpol zu. So entsteht ein spektakuläres Lichtspektakel wie die Aurora Borealis. Die Sonne ist zu weit vom Jupiter entfernt. Ihre Ionen können dort keine Polarlichter erzeugen. Stattdessen kommen die Ionen von Jupiters feurigen Mond Io. Io hat die höchste vulkanische Aktivität im ganzen Sonnensystem. Dabei ist er relativ klein. Bei Ausbrüchen landet nicht das gesamte vulkanische Material wieder auf Io. Ein Teil wird in eine Jupiter-Umlaufbahn geschleudert, ein anderer folgt den Magnetfeldlinien des Jupiters und tritt an den Polen in die Atmosphäre ein. So entstehen die Polarlichter. Die riesigen Polarlichter des Jupiters bedeuten, dass der Planet auch ein riesiges Magnetfeld haben muss. Und das gibt Planetenforschern Rätsel auf. Planeten wie die Erde haben in ihrem Kern eine Kugel aus geschmolzenem, sich bewegendem Metall. Das flüssige Metall wirkt wie ein Dynamo. Es erzeugt ein Magnetfeld, das sich bis in den Weltraum ausdehnt. Jupiter ist ein Gasriese. Er besteht fast vollständig aus Wasserstoff. Wissenschaftler glauben, dass er nicht viel flüssiges Metall enthält. Wie entsteht dann das enorme magnetische Feld des Planeten? Wissenschaftler des Lawrence Livermore National Laboratory glauben, dass der gewaltige Druck im Inneren des Jupiters die Ursache ist. Mit leistungsstarken Lasern simulieren sie, wie der Druck Gase in seltsame neue Materiezustände versetzt. Die Wissenschaftler schließen eine Wasserstoffprobe in einer Kammer ein. Dann richten sie die Laser darauf. Dadurch entstehen Schockwellen, die für einige Milliardstel Sekunden den extremen Druck im Inneren des Jupiters simulieren. Die Atome im Wasserstoff werden so fest zusammengepresst, dass sich seine Eigenschaften bis zur Unkenntlichkeit verändern. Aus dem durchsichtigen Gas wird eine Substanz, die Licht reflektiert. Ein Hinweis, dass der Wasserstoff sich nun eher wie ein Metall verhält. Die Wissenschaftler glauben, dass im Inneren des Jupiters eine ähnliche Form von Wasserstoff unter Überdruck existiert. Im Jupiterinneren herrschen unglaubliche Kräfte, die alles zusammendrücken. Die Wasserstoffatome werden so dicht zusammengepresst, dass sie beginnen, Elektronen zu teilen. Das ist die Definition einer metallischen Bindung. Und das bedeutet gleichzeitig, dass sie Elektrizität leiten können. Diese seltsame Art von metallischem Wasserstoff löst das Rätsel, was das übergroße Magnetfeld des Planeten erzeugt. Materialien, die Elektrizität leiten, können Magnetfelder erzeugen. Wegen seiner gewaltigen Größe könnte Jupiter eine entsprechende Menge dieser bizarren Form von Wasserstoff enthalten. Tief im Inneren des Planeten liegt ein Ozean aus metallisch glänzendem Wasserstoff. Er könnte bis zu 50% der Masse des Jupiters ausmachen. Die Rotation des Planeten versetzt den metallischen Wasserstoff in Bewegung. Die Bewegung erzeugt elektrische Ströme. Ein Dynamo, der das größte Magnetfeld aller Planeten im Sonnensystem antreibt. Das Magnetfeld ist so groß, dass es die Jupitermonde mit einschließt. Es zieht geladene Teilchen von den Monden zu den Jupiterpolen.
Die Teilchen prallen auf den Planeten und erzeugen Jupiters spektakuläre Polarlichter. Das superstarke Magnetfeld des Jupiters erzeugt eines der atemberaubendsten Lichtspiele im Sonnensystem. Es ist aber auch eine der größten Gefahren für die Juno-Mission. Dieselben hochenergetischen Teilchen, die in die Jupiter-Atmosphäre einschlagen und Polarlichter erzeugen, bombardieren auch das Raumschiff. Die Strahlung könnte Junos Elektronik zerstören. Jupiter ist umgeben von einem intensiven Strahlungsgürtel. Der besteht aus vielen energetischen kleinsten Teilchen, die durch die Raumkapsel hindurchgehen und die Elektronik zerstören können. Juno muss also extrem strahlungsgehärtet sein. Die NASA-Ingenieure wissen, wie gefährlich es in der Nähe des Jupiters ist. Sie konzipieren die Sonde so, dass sie den extremen Bedingungen standhalten kann. Für den Fall, dass die Elektronik beschädigt wird, bauen sie jedes Gerät zweimal ein. Um die empfindlichen Instrumente der Sonde vor der Strahlung abzuschirmen, bedarf es allerdings einer robusten Lösung. Juno ist wie ein Panzer gebaut, um die intensive Strahlung draußen zu halten. Alle empfindlichen Instrumente stecken in einer Hülle aus Titan, etwa so groß wie ein Küchenherd. Der Titanpanzer schützt die Sonde und ihre empfindliche Technik. Nur seinetwegen kann sie in einem der unwirtlichsten Teile des Sonnensystems arbeiten. Zu Junos Ausrüstung zählt auch ein Magnetometer. Es erstellt die erste detaillierte Karte des riesigen Magnetfelds des Jupiters. Die Daten zeigen etwas Außergewöhnliches. Das Magnetfeld ist ziemlich durcheinander. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Jupiter ein enorm starkes Magnetfeld hat. Aber vor Juno hatten wir keine Ahnung, wie chaotisch es ist. Juno zeigt, dass das Magnetfeld vom Nordpol nach außen gerichtet ist und nach innen zum Südpol. Ein Teil des Magnetfeldes trifft jedoch in der Nähe des Äquators wieder auf den Planeten. Es sieht so aus, als hätte Jupiter nicht zwei Pole, sondern drei. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Wanderung auf dem Jupiter. Wie soll ein Kompass funktionieren, wenn es drei Pole gibt? Das geht einfach nicht. Welcher mysteriöse Prozess im Inneren des Jupiters sorgt für diese seltsame Anomalie? Die Instrumente an Bord von Juno geben einen Hinweis. Sie zeigen, dass viele der größten und heftigsten Stürme in der Nähe des Äquators toben. Durch Juno wissen wir, dass es auf dem Jupiter ständig viele Stürme gibt. Der berühmteste ist der große rote Fleck. Ihn gibt es seit Jahrhunderten. Die Oberfläche des Jupiters dreht sich am Äquator am schnellsten. Juno misst in einigen äquatorialen Stürmen Windgeschwindigkeiten von mehr als 500 Kilometern pro Stunde. Wissenschaftler glauben, dass in den Stürmen in der Atmosphäre des Planeten die Erklärung liegt, warum das Magnetfeld des Jupiters so durcheinander ist. 3000 Kilometer unter der Jupiteroberfläche liegt ein Ozean aus metallischem Wasserstoff. Die Winde an der Oberfläche sind so stark, dass sie in dem flüssigen Metall starke Strömungen erzeugen. Diese Strömungen stören das Gleichgewicht des Jupiter-Dynamos. Sie verschieben und zerschneiden das Magnetfeld des Planeten. Sie erzeugen in der Nähe des Äquators einen dritten Magnetpol. Nur auf einem Planeten wie dem Jupiter können Stürme ein Magnetfeld stören, das so groß ist wie die Sonne. Das Magnetfeld jedes Planeten ist ein bisschen eigen. Die haben alle ihre kleinen Besonderheiten. Aber sowas haben wir noch nie gesehen.
Junos Messungen erklären die seltsamen Verschiebungen im Magnetfeld des Jupiters. Aber in dem Gasriesen stecken noch weitere Rätsel. Woraus besteht das Zentrum des Planeten? Aus Gas wie seine Hülle oder aus Gestein? Und wie ist er entstanden? Die Juno-Sonde der NASA umkreist den Gasriesen, um seine Geheimnisse zu entschlüsseln. Zum Beispiel, was im Zentrum des Jupiters ist. Die Wissenschaftler glauben, dass sie eins seiner größten Rätsel lösen können, wenn sie wissen, wie es in seinem Inneren aussieht, wie er entstanden ist. Wir wissen nicht so richtig, wie solche Gasriesen entstehen. Das ist eine der großen Fragen, die Juno uns zu beantworten helfen soll. Dafür müssen die Wissenschaftler herausfinden, ob Jupiters Kern aus Gestein oder aus Gas ist. Ist der Kern aus Stein, bedeutet das, dass er wie die anderen Planeten im Sonnensystem entstand. Kleinere Objekte kollidieren und ballen sich zusammen, bis ein Körper von der Größe eines Planeten entsteht. Hätte der Jupiter einen Kern aus Gas, würde das auf eine ganz andere Entstehungsgeschichte hindeuten. Dann wäre der Planet durch den Kollaps einer riesigen Wolke aus Gas und Staub geboren worden. In diesem Fall wäre im Kern überhaupt nichts Festes. Es wäre mehr wie bei der Sonne. Der Kern ist entscheidend. Wie also sieht er aus? Ist er fest oder gasförmig? Instrumente an Bord von Juno vermessen Form und Größe der Magnet- und Gravitationsfelder des Jupiters. Auf der Erde werden die Daten ausgewertet, um ein detailliertes Bild davon zu bekommen, was sich im Herzen des Megaplaneten befindet. Es stellt sich heraus, dass das Innere des Jupiters ganz anders ist als bisher angenommen. Der Kern besteht weder ausschließlich aus Gestein noch aus Gas. Es ist eine seltsame Mischung aus beidem. Wir stellen uns große Planeten eigentlich so vor, dass ein scharfer Kern in der Mitte ist mit einer Schale von Gas drumherum. Aber bei Jupiter scheinen diese Schichten ineinander überzugehen. Viele Forscher glauben, dass die neuen Beweise darauf hindeuten, dass Jupiter ursprünglich als Gesteinsplanet entstanden ist. Im Laufe der Zeit zog er riesige Mengen Gas an und wuchs auf seine heutige Größe. Aber warum haben sich Gestein und Gas in seinem Inneren vermischt und einen undefinierten Kern gebildet? Eine Theorie besagt, dass der junge Jupiter in einen kosmischen Unfall verwickelt war. Wir glauben, dass es einmal einen massiven Kern aus Gestein und Metall gab, aber irgendetwas ihn auseinandergebrochen hat. Aber was ist auf den Jupiter gestürzt und hat den Kern des mächtigen Planeten zerschmettert? Das wollen die Forscher herausfinden. Dafür simulieren sie mit Supercomputern das frühe Sonnensystem. Immer wieder lassen sie Himmelskörper auf den virtuellen Jupiter prallen, um zu testen, welche Art von Kollision den unregelmäßigen Kern erzeugt haben könnte. Es stellt sich heraus, dass nur ein bestimmtes Szenario zur seltsamen Mischung im Kern des Megaplaneten führt. Vor 4,5 Milliarden Jahren kreuzt ein Gesteinsplanet, 10-mal so groß wie die Erde, die Bahn des Jupiters. Es kommt zu einer gigantischen Kollision. Der Planet durchdringt die Atmosphäre, dringt bis zum Zentrum vor und zerschmettert den festen Kern des Gasriesen in Milliarden Stücke. Die Fragmente vermischen sich mit dem metallischen Wasserstoff und bilden den merkwürdig verschwommenen Kern, den die Messungen der Juno-Sonde zeigen. Eine Kollision ist die wahrscheinlichste Erklärung.
Ein anderer Planet trifft den Kern des Jupiters mit enormer Energie, wie eine Kanonenkugel. Und diese Energie entlädt sich im Kern und bricht ihn auseinander. Das könnte der Grund für diese Unschärfe sein, die wir in den Daten sehen. In der Computersimulation funktioniert die Theorie. Aber wie konnte der Jupiter mit einem anderen Planeten kollidieren? Die Antwort könnte in fremden Welten liegen, die Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Exoplaneten. Teleskope scannen den Kosmos. Sie suchen nach winzigen Unregelmäßigkeiten im Licht ferner Sterne. Wenn ein Stern kurz minimal dunkler wird, deutet das darauf hin, dass ein Exoplanet um ihn kreist. Einmal pro Umlauf bewegt sich der Planet zwischen uns und dem Stern hindurch. Dadurch wird ein winziger Bruchteil des Sternenlichts blockiert. Der Stern leuchtet minimal dunkler. Im Jahr 2017 entdecken Astronomen einen rätselhaften Exoplaneten. 670 Lichtjahre von der Erde entfernt, umkreist er den Stern Kelt 9. Kelt 9 ist wirklich seltsam. Alle 1,5 Tage ändert sich seine Helligkeit. Ein Planet ist nah genug dran, um ihn alle 1,5 Tage zu umkreisen. Und nicht nur das. Es ist ein riesiger Planet, doppelt so groß wie Jupiter. Die Astronomen taufen den seltsamen Planeten Kelt 9b. Er ist ein Gasriese wie Jupiter, aber er kreist viel näher um seinen Stern. Die Entfernung ist weniger als ein Zehntel derer zwischen unserer Sonne und Merkur. Solche Planeten werden als Hot Jupiter, heiße Jupiter, bezeichnet. Kelt 9b ist ein super extremer Planet. Einer der heißesten Exoplaneten, die wir je gefunden haben. Seine Atmosphäre ist heißer als die Oberfläche der meisten Sterne. Messungen des Spitzer Weltraumteleskops zeigen, dass die extreme Hitze Kelt 9b auseinanderreißt. Kelt 9b ist so nah an seinem Stern, dass der Sonnenwind und die Strahlung seine Hülle einfach wegbläst und er einen riesigen Kometenschwanz bildet. Nach vielen Millionen Jahren dieser Erosion wird die Hülle weggeblasen sein und nur noch der Kern übrig sein von diesem Riesenplaneten. Fast 10% der bisher entdeckten Exoplaneten sind heiße Jupiter. Wenn man alle Exoplaneten betrachtet, die bisher gefunden wurden, stellt sich heraus, dass darunter viel mehr heiße Jupiter sind als kalte, so wie der Jupiter in unserem Sonnensystem. Weil die heißen Jupiter so nah um ihre Sterne kreisen, können die Astronomen diese Art von Planeten leichter finden. Denn heiße Jupiter haben kurze Umlaufbahnen. Dadurch entstehen im Licht ihrer Sterne häufigere Abweichungen. Braucht der Planet ein paar Tage für eine Umrundung, sieht man auch die Abweichung alle paar Tage. Ein weiter von seinem Stern entfernter Exoplanet, wie unser Jupiter, wird nicht so leicht entdeckt. Ein Jupiterjahr entspricht 12 Erdenjahren. Zu entdecken, dass da ein Planet so weit von seinem Stern entfernt kreist wie der Jupiter, dauert 24 Jahre. Kelt 9b und andere heiße Jupiter geben den Forschern Rätsel auf. Denn eigentlich sollten so riesige Planeten so nah an einem Stern gar nicht existieren können. Für einen Gasriesen wie Jupiter braucht man eine kalte Umgebung, weit weg von einem Stern. Eisige Materialien müssen sich zusammenballen und Gas anziehen, damit der Planet wächst. Heiße Jupiter umkreisen ihre Sterne so nah, sie können sich dort nicht gebildet haben. Kelt 9b hat sich also erst auf seinen Stern zubewegt, nachdem er sich in einer kälteren Umlaufbahn gebildet hatte. Wissenschaftler glauben, dass diese Reise des heißen Jupiters erklärt, wie unser Jupiter mit einem anderen Planeten kollidiert ist. Vor 4,5 Milliarden Jahren bildet sich der Jupiter in der Scheibe aus Gas und Staub, die unsere neugeborene Sonne umgibt. Es ist früh in der Geschichte unseres Sonnensystems, das noch ein Chaos aus Gesteinsbrocken und Planetenembryos ist.
Die Gravitation in der Scheibe zieht den Jupiter über einige Millionen Jahre hinweg langsam ins Zentrum, zur Sonne hin. Mit jedem Umlauf nähert sich der Jupiter der Sonne. Unterwegs wirkt er wie eine Abrissbirne für alles, was ihm in die Quere kommt. Unser Sonnensystem war nicht immer so aufgeräumt und einfach, wie es jetzt ist. In der Frühphase war es chaotisch mit vielen Gesteinsbrocken und Planeten, die miteinander kollidiert sind. Und der Jupiter ist auf dem besten Weg, ein heißer Jupiter zu werden. Eine Theorie besagt, dass er von einem anderen Planeten gerettet wird. Es sah so aus, als würde unser Sonnensystem auf eine Katastrophe zusteuern. Jupiter zog immer weiter nach innen und brachte die anderen Planeten aus ihrer Umlaufbahn. Aber weiter außen in der Scheibe entstanden neue, gigantische Planeten, darunter der Saturn. Jedes Mal, wenn Jupiter auf seiner Umlaufbahn an Saturn vorbeikam, wurde er von dessen Gravitation wieder ein Stück zurück nach außen gezogen. Den Jupiter von heute hätte es fast nicht gegeben. Zum Glück für ihn bildete sich der Saturn in seiner Nähe. Dessen Gravitation bremste seinen Weg zur Sonne. Er bewahrte Jupiter davor, immer näher an die Sonne heranzuwandern und dann gebraten zu werden. Einige Wissenschaftler glauben, dass Jupiters Reise zur Sonne und zurück das System der Protoplaneten durcheinandergebracht hat. Einige von ihnen änderten ihre Umlaufbahnen. Das daraus folgende Chaos könnte der Grund dafür sein, warum einer dieser Planeten schließlich mit dem Gasriesen zusammenstößt. In unserem früheren Sonnensystem herrschte ziemliches Chaos. Und Jupiter war auf seinem Weg mittendurch ein leichtes Ziel. Es war also gar nicht so unwahrscheinlich, dass er mit einem größeren Objekt kollidiert. Junos Messungen helfen, die Geheimnisse von Jupiters Frühgeschichte zu entschlüsseln. Die Wissenschaftler glauben, dass die Wanderung des Jupiters unser Sonnensystem in seiner Entwicklung geprägt hat. Wenn sich ein so großer Planet durch unser frühes Sonnensystem bewegt, muss sich das auswirken. Aber wie genau hat sich die Reise des Jupiters auf unser Sonnensystem ausgewirkt? Und was hat sie mit der Entstehung des Lebens auf der Erde zu tun? Juno hat uns viele wertvolle Daten über den Jupiter geliefert. Vieles von dem, was wir vermutet hatten, wurde bestätigt. Aber bei einigen Dingen lagen wir auch falsch. Wissenschaftler setzen Junos Messungen mit Daten aus anderen Forschungsprojekten in Bezug. So möchten sie noch mehr darüber herausfinden, welche Rolle Jupiter bei der Entwicklung unseres Sonnensystems spielte. Jupiter ist der größte und massereichste Planet unseres Sonnensystems. Offensichtlich hat er alles um ihn herum tiefgreifend beeinflusst. Die Frage ist, wie das im Einzelnen genau abgelaufen ist. Der unregelmäßige Kern ist ein Beleg dafür, dass der Jupiter während seiner Wanderung durch das Sonnensystem mit einem Planeten zusammengestoßen sein muss. Die Schwerkraft des Saturn hat den Jupiter zurück nach außen gezogen und ihn davor bewahrt, ein heißer Jupiter zu werden. Manche Wissenschaftler glauben, dass diese Reise die Lösung eines der größten Rätsel der Erde sein könnte. Wie entstanden die Ozeane auf unserem Planeten? Die Erde ist ein wunderschöner blauer Planet voll mit Wasser. Aber wenn wir uns die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems anschauen, sollte das Wasser gar nicht hier sein. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren wird die junge Erde geboren. Ihre Nähe zur Sonne führt dazu, dass alles Wasser ins All verdampft. Sie ist vollkommen trocken. Wenn sich die Erde auf ihrer jetzigen Umlaufbahn im Sonnensystem gebildet hat, war es dort viel zu heiß für Wasser. Es musste woanders herkommen. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Quelle des Wassers auf der Erde in einer eiskalten Region des Sonnensystems liegt. Weit weg von der Sonne. Als die Sonne sich entzündet, erzeugt ihre Hitze eine wasserfreie Zone um sie herum.
In dieser Zone liegt auch die junge Erde. Weiter außen, in der Nähe des Jupiters, ziehen Millionen von Asteroiden ihre Bahnen. Hier ist es kalt genug für Wasser. Es ist zu Eis gefroren. Die Asteroiden bestehen zu einem großen Teil aus Wassereis. Sie krachen ineinander und ballen sich zu größeren Körpern zusammen, zu gigantischen Weltraumeisbergen. Sie enthalten genug Wasser, um die Ozeane der Erde zu füllen, falls sie dort aufschlagen sollten. Aber wie kommen sie durch den Weltraum zur Erde? Ein Hinweis ist in Meteoriten eingeschlossen. Meteoriten sind Teile größerer Asteroiden, die ihre Bahn verlassen haben und auf die Erde gestürzt sind. Winzige Staubkörner in ihrem Inneren verraten den Wissenschaftlern, wo im Sonnensystem die Asteroiden entstanden sind, von denen sie stammen. Seit einiger Zeit wissen wir, dass es zwei verschiedene Arten von Meteoriten gibt. Zwei Familien, die sich in verschiedenen Teilen des Sonnensystems gebildet haben müssen. Manche sind reich an Mineralien, die Wasser enthalten. Andere sind viel trockener. Auf der Erde gibt es Meteoriten mit und ohne Wasser. Wenn sich die beiden Arten in verschiedenen Gebieten des Sonnensystems gebildet haben, dann deutet das darauf hin, dass sie vor langer Zeit durcheinander gemischt wurden. Der Zwergplanet Ceres ist eines der größten Indizien, die diese Theorie stützen. Dieser Himmelskörper ist etwa ein Viertel so groß wie der Erdmond. Ceres ist das größte Objekt im Asteroidengürtel. Ein Ring aus Billionen von Gesteinskörpern zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Aber er ist ganz anders als die Asteroiden. Ceres sticht total raus unter den Objekten des Asteroidengürtels. Unter seiner Oberfläche ist viel Eis. Es gibt sogar Eisvulkane, sogenannte Kryovulkane. Sie befördern leichteres Material an die Oberfläche. Die NASA-Sonde Dawn zeigte, dass Ceres sogar ein riesiges Reservoir an flüssigem Salzwasser enthält. Der Zwergplanet kreist jedoch in einem Teil des Sonnensystems, in dem wegen der Nähe zur Sonne nur trockene Asteroiden entstehen können. Die Wissenschaftler glauben, dass irgendetwas Ceres aus dem äußeren Sonnensystem dorthin geschoben haben muss. Ein bestimmtes Ereignis hat alles im Sonnensystem kräftig durchgerührt. Bedenkt man die Größe des Sonnensystems und die Zahl der Objekte darin, muss dieses Ereignis ziemlich gewaltig gewesen sein. Wissenschaftler glauben, dass nur ein einziger Himmelskörper im Sonnensystem mächtig genug ist, um ganze Asteroidenfelder miteinander zu vermischen. Der Jupiter. Jupiters Wanderung durch das Sonnensystem hat letztlich bestimmt, wie es heute aussieht. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren ist Jupiter auf dem Rückweg von der Sonne. Er durchquert verschiedene Regionen mit trockenen und wasserhaltigen Asteroiden. Seine enorme Anziehungskraft schleudert die Gesteine quer durchs Sonnensystem. Ein regelrechtes Bombardement geht auf die junge Erde nieder. Es ist vorstellbar, dass die gefrorenen Felsen das Wasser für die Ozeane auf unseren Planeten gebracht haben. Es gab eine Zeit, in der Millionen von Asteroiden auf die Erde stürzten. Bislang wussten wir nicht, warum das so war. Jetzt halten wir es für möglich, dass der Jupiter der Grund ist. Und nicht nur das. Einige Wissenschaftler glauben, mit dem Wasser sei noch etwas anderes auf die Erde gekommen. Im Jahr 2015 erreicht die NASA-Sonde New Horizons einen seltsamen Himmelskörper am Rand unseres Sonnensystems. Sie sendet Fotos von Arokot zur Erde, einem eigenwillig geformten Objekt im Kuipergürtel, einer Region außerhalb der Neptunbahn.
Die Bilder zeigen eine rote, teerartige Substanz an der Oberfläche des gefrorenen Objekts. Analysen haben ergeben, dass die roten Bereiche organische Stoffe enthalten. Es sind die Rohstoffe für die Entwicklung von Aminosäuren, der Bausteine der DNA. Manche Wissenschaftler glauben, dass das gefrorene Wasser der Asteroiden diesen Samen des Lebens enthielt, als sie auf die junge Erde herabregneten. Bei dem, was Jupiter mit all seiner Zerstörungskraft im Sonnensystem angerichtet hat, ist es ziemlich erstaunlich, dass er damit vielleicht die Substanzen für den Beginn des Lebens auf die Erde gebracht hat. Dank der Juno-Sonde der NASA können wir die Geheimnisse des größten Planeten im Sonnensystem entschlüsseln. Die Ergebnisse ihrer Mission zeigen, dass Jupiter eigenartiger und einflussreicher ist, als es die Wissenschaftler vermutet hatten. Der Gasriese hat eine entscheidende Rolle bei der Entstehung unseres Sonnensystems gespielt. Wir wussten, dass Jupiter seltsam ist. Aber Juno hat uns gezeigt, dass er noch viel spannender und aufregender ist, als wir gedacht haben. Wir wussten immer, dass der Jupiter eine extreme Welt ist. Aber jetzt fliegt Juno über seinen grandiosen Wolken und schaut tief in sein Herz. Und wir wissen, wie es in seinem Inneren aussieht. Jupiter galt früher bloß als interessanter Riesenplanet im äußeren Sonnensystem. Jetzt vermuten wir, dass er den Beginn des Lebens auf der Erde ausgelöst haben könnte. Von seinem riesigen, sich ständig verändernden Magnetfeld über die Megastürme, die tief in seiner Atmosphäre reichen, bis zu seinem unregelmäßigen Kern, der bei einer lange zurückliegenden Kollision mit einem riesigen Planeten entstanden ist. Dank der Juno-Sonde wissen wir nun mehr über den größten Planeten unseres Sonnensystems.